Heute im Video auf euren Wunsch den brandneuen Adidas Copa Sense Plus aus dem neuen Adidas WM Pack, das Al Rihla Pack, orientiert am WM-Ball. Genau diese Fußballschuhe kommen dann in Katar zum Einsatz. Und hier haben wir den Lederfußballschuh unter anderem von Paulo Dybala. Den wollen wir uns heute genauer anschauen, ob er im Bereich der Lederfußballschuhe die Nummer 1 ist. Was mein Fazit ist und was ihr unbedingt vom Kauf wissen müsst, gibt es jetzt im Video. Viel Spaß dabei und let's go! Der Adidas Copa Sense ist ja bekanntlich der Lederfußballschuh von Adidas, sprich wir haben hier ein Kelleder-Obermaterial, vor allem hier in dem Bereich wurde es ein bisschen reduziert im Vergleich zum Vorgängermodell. Ob er trotzdem noch eine gute Passform hat und auch so anpassungsfähig ist wie beispielsweise der Nike-Lederfußballschuh, der Nike Tempo Legend, das schauen wir uns jetzt als erstes mal an im Bereich Passform und Komfort, und zwar On-Feed. Dann schauen wir uns mal den Adidas Copa Sense und seine Passform On-Feed an. Ich muss sagen, diese drei Streifen von oben sehen schon echt cool aus. Was auffällt, natürlich dieses Lederobermaterial, vor allem hier die Touchpods, die die Aufprallenergie des Balls absorbieren sollen. Und natürlich hier dieses Fusion-Skin-Obermaterial, also diese Wellenform. Sieht am Fuß eigentlich echt ganz cool aus, was aber schon mal klar ist, hier ein sehr, sehr enger Sitz. Also der Copa ist nicht mehr für breite Füße, würde ich auf jeden Fall so nicht mehr unterstreichen, denn hier ist er wirklich schon sehr, sehr eng anliegend. Ist klar, ist auch ein Laces-Fußballschuh, aber muss sagen, jetzt nichts für speziell breite Füße geeignet. Auch wenn er hier vorne ein bisschen breiter geschnitten ist, aber hier ist er wirklich sehr, sehr eng anliegend. Deswegen würde ich sagen, für schmale, mittlere Füße tatsächlich, für breite würde ich eher die Finger davon lassen. Beim Point One müssen wir nochmal im Vergleich extra gucken. Aber hier natürlich auch noch, man kann es vielleicht so ein bisschen erahnen. Hier sieht man es ein bisschen. Da hinten sind ja noch diese Sense-Pods, also genau diese kleinen Pods, wo hier rauskommen, helfen, dass der Fuß noch enger am Schuh anliegt. Das klingt Adidas auf jeden Fall sehr gut. Mal gespannt, wie es mit dem Komfort bei längerer Zeit aussieht. Aber On-Feed auf jeden Fall schon mal zu sehen. Sehr, sehr enger Sitz, man kann sie erkennen. Da passt nichts mehr dazwischen. Da ist es echt sehr, sehr eng anliegend und von der Größe muss man sagen, true to size, also normale Adidas-Größe, auch im Laceless-Fußballschuh ist man am besten bedient. Und was den Komfort angeht, schauen wir natürlich jetzt mal über die Performance, was er hier so macht. Schauen wir uns also mal den Adidas Copa Sense, den Lederfußballschuh von Adidas, genauer an. Und bei Copa Sense hört man schon raus, ja, was so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal von diesem Fußballschuh ist. Zum einen haben wir hier die sogenannten Sense-Pods, diesen hinteren Fersenbereich angelegt, um einfach den Hohlraum zwischen Fuß und Schuh optimal auszufüllen, dass man einen besseren Lockdown, eine bessere Passform hat. Das funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut. Man sitzt sehr, sehr eng und sehr, sehr fest in diesem Fußballschuh. Auch in der Laceless-Variante hat man hier keine Probleme, auch ohne Schnürung genügend Lockdown und Halt zu haben. Das hat Adidas hier sehr, sehr stark gemacht. Und zum anderen haben wir hier am Vorderfußbereich im inneren Teil die sogenannten Touchpods. Und das sind quasi auch hier so kleine Erhebungen. Und was hier dahinter steckt, ist so ein bisschen spannend von Adidas gemacht. Und zwar klingt es sehr nach Physik. Und zwar sollen nämlich diese Touchpods die Aufprallenergie des Balls absorbieren, also aufnehmen und dadurch einen besseren Touch ermöglichen. Das ist ein sehr weiches Obermaterial. Das ist hier die Ledervariante, also Kehleder, vor allem hier in diesen Touchpods verarbeitet. Man muss wirklich sagen, man hat einen sehr soften Touch in diesen Fußballschuhen. Das hat Adidas wirklich sehr cool gemacht. Sprich, das ist jetzt nie ein Riesenvorteil, man wird dadurch natürlich nicht bessere Ballannahme haben. Es kommt immer auf den Spieler an, das sage ich auch in jedem Video. Egal wie gut der Schuh ist, wenn man schlecht Fußball spielt, wird man nicht automatisch besser. Und das ist auch bei diesem Fußballschuh so. Aber auf jeden Fall zwei sehr, sehr nützliche Features. Generell auch das Fusion Skin Obermaterial sehr, sehr futuristisch und auch sehr spannend, was dahinter steckt. Und ja auch, ob die Lederkomponente hier wirklich zur Geltung kommt. Das schauen wir natürlich jetzt alles mal gemeinsam an, um diesen Adidas Copa Sense zu bewerten. Wir haben den ja schon in verschiedenen Colorways getestet. Ist jetzt dann knapp 2 Jahre schon auf dem Markt, also wirklich sehr, sehr lange. Falls ihr euch diesen Fußballschuh sichern wollt, wie immer Link dazu unten in der Beschreibung. Gibt es natürlich bei Absolut Teamsport, meinem Partner. Deswegen könnt ihr natürlich dort gerne vorbeischauen. Aber wie gesagt, es ist die Ledervariante. Da denkt man natürlich direkt mal an den Nike Tempo Legend. Als Konkurrenzschuh ist auch der Lederfußballschuh von Nike. Ob er hier mithalten kann und wer die Nase vorne hat, schauen wir uns jetzt gleich an. Jetzt aber erstmal der Schuh im klassischen Unboxing. Schauen wir uns also mal den Adidas Copa Sense im Unboxing an. Es ist der Schuh, der am meisten auffällt, weil er ein schwarzes Obermaterial hat. Und auch hier, wenn man genauer hinschaut, sieht man diese Details zum Adidas WM-Ball, die hier quasi am Schuh auch untergebracht worden sind. Und neu auch die drei Streifen
hier im Vorderfußbereich ist für mich das Highlight, weil einfach nochmal die Schuhe von oben gesehen auch sehr cool aussehen, wenn man die drei Streifen hier noch optisch hat. Genauso in Kombination mit diesem sehr, sehr speziellen Fusion Skin Obermaterial, das kennt ihr natürlich auch. Dieses wellenartige Obermaterial verläuft auch hier seitlich am Fuß entlang und auch hier an der Sohle ist es eigentlich auch schön eingebaut, um den Schuh irgendwie schlüssig wirken zu lassen. Innenseite ist eigentlich basic gehalten, aber nochmal das Detail, hier kann man es ganz gut erkennen. Fusion Skin, das ist das Obermaterial, auch hier nochmal diese Struktur vom WM-Ball untergebracht und hier oben an der Socke das Copper-Logo, das hier quasi am Stoffteil noch untergebracht worden ist. Schauen wir uns mal die Sohle an, auch hier sehr cool, dass diese drei Streifen hier den Übergang finden zum vorderen Teil des Fußballschuhs und insgesamt auch die Farben von diesem Fußballschuh finden hier natürlich nochmal eine sehr, sehr coole Rolle, weil der Schuh einfach hier von unten nochmal auffälliger aussieht als von oben. Auch sehr speziell die Stollenanordnung im Vorderfußbereich. Da muss man sagen, habe jetzt keinen so großen Vor- oder Nachteil während der Testphase gespürt. Ansonsten ein schwarzes Obermaterial, inneren Teil des Fußballschuhs ist hier in so einem Textmarkergelb, würde ich jetzt mal sagen, oder grün. Wir haben hier hinten auch nochmal diese Komfortpods, wo ihr eigentlich auch kennt aus dem Unboxing-Teil oder also On-Feed-Teil, die helfen sollen, dass die Passform zwischen Fuß und Schuh nochmal besser ausgefüllt ist. Finde ich sehr cool auf jeden Fall und ansonsten ein sehr schlüssiger Look. Für mich tatsächlich der schönste Schuh aus dem Adidas WM-Pack. Wie ihr das seht, könnt ihr gerne Feedback da lassen. 1 bis 10 zum Adidas Copasense in den Kommentaren da lassen. Kommen wir jetzt also mal so ein bisschen mehr zum Fazit, was den Adidas Copasense angeht. Zum einen, ihr habt es gehört, Fusion Skin Obermaterial mit K-Letter. Das ist auf jeden Fall ein sehr softer Touch, kein direkter Touch, das darf man hier nicht vergessen. Ist nämlich ein Lederobermaterial, das heißt ein bisschen dicker. Aber wie gesagt, die Touchpods funktionieren sehr gut. Das ist ein sehr angenehmer Schuh für die Ballannahme, für die Ballkontrolle. Gefällt mir hier auf jeden Fall sehr gut. Bin kein riesen Fan von Lederfußballschuhen. Das hat aber andere Gründe, von, abseits der Performance. Aber auf jeden Fall sehr, sehr spannend angelehnt und auch von der Performance tatsächlich überzeugend, was Adidas hier geliefert hat. Wird ja bald ein neuer Schuh geben. Also der neue Copper wird ja auch bald rauskommen. Ich denke, es dauert noch ein paar Monate. Aber es gibt ja schon die ersten Blackout-Bilder. Da wird sich auf jeden Fall einiges verändern. Bin gespannt, welche Komponente da noch eine Rolle spielt. Was aber auf jeden Fall für mich so ein bisschen das Problem ist, ist das Gewicht von diesem Fußballschuh. Ich finde, der wiegt auch am Fuß oder wirkt am Fuß ein bisschen schwerer als es noch andere Fußballschuhe im Vergleich, auch im Vergleich zum Tempo Legend, der ist deutlich leichter. Das ist aber kein Nachteil, wenn man sich damit wohlfühlt, ist natürlich gar kein Problem. Ich finde es immer ein bisschen cooler, wenn die Schuhe ein bisschen leichter sind, aber ist absolut Geschmackssache. Was die Passform angeht, muss man sagen, dass man vor allem hier bei den Touchpods einen sehr engen Sitz hat. Sprich, das habe ich auch bei meinen Fußzehen gemerkt, an der Außenseite und an der Innenseite, weil es nach vorne sehr schmal wieder wird, dass man hier einen engen Sitz hat. Also ich würde den Schuh in der Laceless-Variante definitiv nicht für breite Füße empfehlen. Habe ich schon oft gehört, dass er für breite Füße sein soll. Kann ich so definitiv nicht unterstreichen, weil ich mit meinen mittleren Füßen schon wirklich hier maximal eng anstoße. Ist aber dadurch natürlich für mittlere und schmale Füße ein sehr guter Lockdown. Sprich, man rutscht nicht. Auch aufgrund dieser Sense-Pods muss man sagen, ist das sehr, sehr angenehm. Auch die Traktion ist auf jeden Fall völlig in Ordnung. Gibt es hier keine Vor- oder Nachteile, was diese Sohle angeht. Und insgesamt auf jeden Fall ein Lederfußballschuh ein bisschen anders, als man sich's vorstellt. Dass der Tempo Legend oder Adidas hat ja natürlich da auch schon ein paar legendäre Lederfußballschuhe ähnlicher. Beim Copasense ist es so ein bisschen neuer, sage ich jetzt mal. Ein bisschen abgespaced, das trotzdem natürlich die Lederkomponente, die spürt man auch am Ball, sprich im Bereich Touch und auch Passform ist natürlich hier ein sehr weiches, angenehmes Lederobermaterial da. Aber dieser Fußballschuh ist nicht ultra anpassungsfähig, deshalb passformtechnisch ein bisschen eingeschränkter als beim Tiempo beispielsweise. Und der Touch auch hier eher soft als direkt, ist aber auf jeden Fall sehr cool, weil es genau dann dieses Lederobermaterial natürlich in Szene setzt. Auf jeden Fall ein sehr solider Fußballschuh. Ich spiele nicht allzu oft, weil er mir einfach ein bisschen zu schwer ist. Kann aber auf jeden Fall nachvollziehen, wenn man diesen Fußballschuh feiert, weil er am Fuß einfach sehr gut anliegt. Vor allem auch in der Laceless-Variante hier eine gute Figur macht. Und das heißt für alle Lederfußballschuh-Fans definitiv eine spannende Alternative. Das war es dann auch schon wieder zum Adidas Copasense aus dem neuen Adidas Al-Rila-Pack. Falls ihr euch die Fußballschuhe sichern wollt, den Link zu Absolute Teamsport findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Dort gibt es das komplette Adidas WM-Pack. Außerdem bin ich gespannt auf euer Feedback, wie eure Meinung zu genau diesem Fußballschuh ist. Habt ihr ihn schon mal gespielt? Was sind eure Erfahrungen? Gerne unten in den Kommentaren Feedback da lassen. Wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Schuhtest. Bis dahin nicht vergessen, Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Unser Ziel sind die 100.000 Abonnenten, deswegen macht ordentlich Welle. Bis dahin, bleibt sportlich, haut rein und ciao.